Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir packen heute mal den DJI Osmo Pocket 3 aus. Mal gucken, was der kann. Da bin ich sehr gespannt. Packung habe ich schon mal geöffnet und dann gucken wir einfach mal, was hier rauskommt. Wenn wir einmal schütteln, die Details, was auf der Packung steht und so weiter, das erspare ich euch erstmal. Wir haben Papiere, dann ist die Packung leer, außerdem das Gerät, das fühlt sich relativ schwer an. Dann haben wir hier nochmal was drin. Irgendwelche, weiß gar nicht, was das ist, Akku vielleicht. Ah, da ist nämlich auch noch ein Kabel oder so drin. Ja, und dann baue ich das Ganze jetzt erstmal zusammen. Also wir haben Aufkleber oder sowas. Quick Start Guide, DJI Mimo App, die brauche ich wohl als nächstes. Ah, ich glaube, so kompliziert ist das gar nicht. Also, schade, dass kein Täschchen dabei ist. Da ist ja eine Ledertasche dabei. Das ist wirklich schade. Holen wir mal raus hier das Ganze. Dann soll da, glaube ich, der Akku ran. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Das scheint mir der Akku zu sein. Ob der hier einfach angesteckt wird oder was? Ich glaube aber schon. So hätte ich das jetzt interpretiert. Ah, der Osmo Pocket ist hier nochmal in so einem Schutzcase. Ah, und das wird einfach aufgesteckt, habt ihr gesehen? Relativ easy, kann man so, denke ich, auch wieder abnehmen, aber wir lassen ihn jetzt natürlich erstmal drauf. Hinten ist ein Knopf und wenn man den drückt, dann lösen sich beide Seiten und dann kann man ihn einfach wieder abziehen. Also, einfach draufstecken, nehme an, das ist so richtig alles. Und dann soll ich, glaube ich, nur noch andrücken. Hier hinten sind zwei Knöpfe. Ich hoffe, man kann das sehen. Der große steht wohl für an. Vielleicht auch der kleine. Also auf jeden Fall wird mir jetzt hier hinten was angezeigt. Ah, ich soll jetzt den Bildschirm drehen. Vermutlich auch die Schutzfolie wegnehmen. Und dann soll ich vermutlich erstmal das hier im Display, den angezeigten QR-Code, scannen. Und das mache ich jetzt auch. So, das Ganze müsste jetzt in Arbeit sein. Swipe to skip. Nee, ich lade das jetzt erstmal runter und verbinde die Kamera. So, mal sehen, jetzt müsste es eigentlich weitergehen. Ich soll das Ganze jetzt verbinden. Nachdem wir die DJI Mimo App heruntergeladen haben, die brauchen wir zum Aktivieren des DJI Osmo Pocket 3, müssen wir uns erstmal anmelden. Das heißt, wir müssen uns einen neuen Benutzer-Account erstellen oder wir melden uns mit einem bestehenden Account an, das geht auch. Praktischerweise, ich habe ja schon eine Drohne von DJI und ja, dann muss das Ding erstmal laden. So, ich probiere es jetzt mal ein bisschen aus. Zur Bedienung des Ganzen kann ich noch nicht allzu viel sagen. Muss mich da jetzt erstmal reinfuchsen. So, dann will ich mich jetzt im nächsten Schritt mal ein bisschen mit der Bedienung vertraut machen. Ich habe schon mal ein bisschen so ein paar Tutorial-Videos mir angesehen. Wir sehen hier den Osmo Pocket 3 in seiner Schutzverpackung. Dann können wir da einfach rausnehmen. Linsen sind hier, glaube ich, keine dabei. Die können hier aber abgelegt werden im Schutzcase. Da ist extra, sind so Vorrichtungen dafür da. Ich glaube, es sind keine Linsen dabei. Die gibt es separat. Die muss man separat erwerben. Und das ist jetzt das Gerät. Wir drücken auf 1. Das ist in dem Fall der rechte Knopf tatsächlich. Dann erscheint hier ein DJI-Logo und viel erkennen kann man hier jetzt noch nicht. Wir können den Bildschirm eben zur Seite klappen, nach rechts, um genau zu sein. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo der Pocket gerade hinschaut. Wir haben hier links haben wir einen Joystick. Da können wir die Höhe einstellen. Das ist mein Kleiderschrank. Gimbal Endpunkt erreicht. Dann schauen wir mal in die andere Richtung. Ah, jetzt weiß ich auch, wo ich bin, kameramäßig. Und
Dann können wir die Kamera natürlich auch neigen, nach oben und nach unten. Aufs Bett, ja, das können wir hier alles einstellen. Ah, dann kann man doppelt drücken auf den Joystick, da wird der Gimbal neu zentriert. Sehr schön. Und auf den Ein- und Ausschalter können wir auch drücken. Zum Anpassen der Belichtung vom rechten Rand auswischen. Also, das ist zum Aufnehmen der rechte Knopf. Zum Ein- und Ausschalten der Kamera. Und dann gucken wir hier mal, was uns auf dem kleinen Bildschirm noch so angeboten wird. Ich versuche das mal ein bisschen scharf zu stellen. Also, wie sind die grundsätzlichen Funktionen? Wir können wischen, wie wir das auch schon von der GoPro kennen und so weiter, von oben herunter. Da kommen wir zu den Haupteinstellungen von links nach rechts. Da kommen wir zu unserer Mediathek, also zu den bereits aufgenommenen Fotos. Da können wir auch Stopp drücken und dann auf Löschen gehen, soweit ich weiß. Genau, das funktioniert auch. Und dann gehen wir wieder zurück ins Hauptmenü, indem wir wieder rechts wischen. Dann gibt es hier die Möglichkeit, von unten nach oben zu wischen. Hier können wir die Auflösung einstellen. Außerdem können wir also 1080p, 2,7k, 4k. Außerdem können wir die Bildwiederholrate einstellen und das Format. Also 1:1, 16:9. Hier unten gibt es noch Informationen zu den Einstellungen. Weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Das ist aber auch, glaube ich, nicht so wichtig. Von rechts nach links geht natürlich auch. Hier kann man Pro ein- und ausschalten. Das möchte ich jetzt gerne mal so lassen. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Hier rechts haben wir ein Symbol, um den Gimbal zu drehen. Der würde dann auf mich selber gucken, wenn ich da drauf klicke. Drück den Steuerknüppel, um den Zoom zu steuern. Bewege den Schieberegler, um die Neigeachse des Gimbals zu steuern. Also wir sollen drücken. Gimbalsperre deaktiviert. Wenn wir drücken und nach vorn drücken, zoomt die Kamera rein. Wenn wir drücken und den Joystick nach hinten ziehen, zoomt die Kamera wieder raus. Das kann also hier rechts über diese Funktion gesteuert werden. Dann haben wir hier noch automatische Gesichtserkennung, Spin Shot und dynamisches Framing, was wir benutzen können. Und dann gucken wir uns mal noch die Einstellungen genauer an. Das sind die Einstellungen und die können wir mal der Reihe nach abarbeiten. Links ist das persönliche Profil, das schauen wir uns gleich eh noch genauer an. Dann haben wir rechts daneben die Möglichkeit, den Bildschirm zu drehen und aufzunehmen. Standard, letzte Einstellungen, Videoeinstellungen. Ach so, hier kann man den letzten benutzten Modus einstellen. Ich gehe hier auf letzte Einstellungen. Das heißt, ich verstehe das so, wenn ich jetzt aufhöre zu filmen mit dem Standard-Videoprofil, dann öffnet es mir genau das wieder, wenn ich die Kamera beim nächsten Mal anmache. Hier können wir die Helligkeit einstellen. Dann gibt es FT-Selfie oder aktivieren oder deaktivieren. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Dann gibt es unten links Einstellungen für das Funkmikrofon, Startrichtung des Gimbals, zum Ausschalten Display drehen. Also wenn wir das drehen würden, wie wir es gerade gedreht haben, nur in die andere Richtung, dann würde die Kamera ausgehen. Dann gibt es den sogenannten Variable-Modus. Hab ich auch noch nicht ganz verstanden, was das ist. Schieberegler, Steuerung, Gimbal, Zoom. Dann gibt es den Bereich Selfie Flip, den wir hier an- und ausschalten können. Backup für die integrierte Mikrofon-Audio-Aufnahme. OTC-Verbindung, Funkverbindung, Gimbal-Kalibrierung, Steuerknüppeltempo. Dann können wir einstellen die Videokompression, die Lautstärke, Hilfslinien. Finde ich sehr hilfreich, habe ich auch am Handy aktiviert. Machen wir mal an. Flimmeranpassung automatisch, Zeitcode, Namensverwaltung, Bild aus der Aufnahme, automatisch ausschalten nach 5 Minuten, LED, weiß ich nicht genau, was das bedeutet, letzten Livestream fortsetzen, Sprache Deutsch, Format, Werkseinstellungen, Geräteinfo, Compliance-Info, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das also im großen Bereich Einstellungen. Hier können wir hoch,
Querformat und Querformat wechseln. Dann gibt es hier die Drehgeschwindigkeit, langsam, Standard. Wir lassen es mal auf Standard. Ganz rechts haben wir die Gimbal-Modi. Da gibt es auch verschiedene Einstellungen, nämlich Folgen. Für die meisten Szenarien geeignet, einschließlich Vlogs oder Selfie-Modus. Dann gibt es den Modus gesperrt. Da ist die Horizontlinie waagrecht. Was sich für Szenarien mit Kamera Bewegungen eignet, wie heranzoomen. Dann gibt es FPV, da dreht die Kamera frei und folgt der Bewegung des Geräts, was für kreative Aufnahmen geeignet ist. Und zu guter Letzt FPV irgendwas. Die Kamera behält immer die gleiche Richtung wie der Touchscreen und eignet sich für die schnelle Aufnahme von Motiven, die sich direkt vor dem Kameramann befinden. Das gilt es alles mal auszuprobieren. Und dann haben wir oben links eben noch das Profil. Da habe ich ein Profil schon angelegt. Karte 1 speichern, bestätigen. Okay, gut. Soweit, so gut. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie das mit der Stabilisierung funktioniert. Panorama. Ah, hier kann ich zwischen den verschiedenen Modi umschalten. Also wenig Licht, dann Zeitlupe, Zeitraffer, Video, Foto, Panorama und eben C1, das ist mein Benutzerprofil. So, ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwie hier die Stabilisierungsfunktionen vermisst, habe mir jetzt nochmal verschiedene Tutorial-Videos angesehen und jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Versuche das mal kurz zu erklären. Wir wischen hier von oben nach unten und gucken uns nochmal verschiedene Funktionen an. Nämlich, wir haben ja die Möglichkeit, hier den Kamerawinkel einzustellen und das möchte ich nochmal ein bisschen genauer erklären, weil das hat nämlich mit der Stabilisierung zu tun. Also wir haben hier erstmal die Funktion Neigen gesperrt. Im Modus gesperrt ist die Horizontlinie waagrecht, was sich für Szenarien mit Kamerabewegungen eignet, wie heranzoomen, herauszoomen und schwenken. Ich versuche euch das mal kurz zu demonstrieren. Wenn wir jetzt den Gimbal drehen, bleibt er immer gleich. Also wir neigen das Ganze mal nach unten, so gut es geht, dann seht ihr das vielleicht besser. Nee, also der Winkel ist immer horizontal. Die Kamera guckt jetzt quasi immer auf die Wand. Also ich hoffe, man kann das sehen. Man sieht es eben auch oben am Gimbal, wenn ich das Gerät drehe. Der Gimbal bleibt immer gleich. Und jetzt versuchen wir mal was anderes einzustellen, nämlich den Folgenmodus. Hier ist das anders. Also hier folgt die Kamera immer der Gimbal-Bewegung, das soll möglichst kreative Aufnahmen ermöglichen. So wird das hier beschrieben, können wir uns auch nochmal ansehen. Der Folgemodus ist für die meisten Szenarien geeignet, einschließlich Vlogs oder Selfie-Videos. Und dann gibt es noch Neigen gesperrt, ne, das hatten wir schon, Folgen, Neigen gesperrt, dann eben FPV, also Folgemodus, wir können hier ein Objekt, glaube ich, verfolgen, indem wir einmal den Selfie-Stick drücken und dann bleibt das immer auf dem Objekt bzw. bei den Selfie-Aufnahmen eben immer im Gesicht. Und dann gibt es eben FPV, da dreht die Kamera frei. Schauen wir uns auch nochmal an, je nachdem wie wir den Gimbal halten. Und dann eben die Funktion FPV. Da behält die Kamera immer die gleiche Richtung wie der Touchscreen und damit eignet sich das für schnelle Aufnahmen von Motiven, die sich direkt vor dem Touchscreen befinden. Ah, so ist das intuitiv, so wie man ja das erwartet bei einer Kamera. Horizontal finde ich ganz sinnvoll. Das ist wohl die beste Möglichkeit zu stabilisieren. Und drum gibt es hier auch keine speziellen Stabilisierungsfunktionen, weil das ist quasi der Stabilisator. Und wir können ja dann, wie vorhin erwähnt, auch noch einstellen, wie schnell sich die Kamera bewegen soll. Und so können wir das Ganze noch verfeinern. Ja, jetzt habe ich es kapiert. Ich hoffe, ich habe relativ verständlich kurz die Bedienung erklärt und jetzt heißt es dann wirklich auch mal rausgehen damit und ausprobieren, was damit jetzt für Aufnahmen möglich ist.